Hallo Leute, willkommen bei diesem Männerlords Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, welchen Fehler man ganz am Anfang unbedingt vermeiden sollte. Und zwar starten die ja hier in einem kleinen Zeltlager. Und wenn man hier drauf klickt, kann man das theoretisch zum Arbeiterlager ausbauen. Und wenn man das macht, dann bietet dieses Arbeiterlager Wohnraum für 5 Familien. Diese 5 Familien ziehen dann aber nicht in Häuser, wenn man denen Häuser baut. Und das ist das Problem. Dieses ausgebaute Arbeiterlager, das ist gut, wenn man irgendwo einen Außenposten haben will, in einem neu gegründeten Gebiet oder ab vom Schuss, wo man dann auf die Schnelle mal 5 Familien unterbringen will. Und es ist aber nicht gedacht, um jetzt dieses hier, diese Meldung von Obdachlosigkeit, die geht dann weg. Aber die ziehen dann nicht in die Häuser, die man ihnen gebaut hat. Und wir machen das jetzt hier mal, den Fehler Nummer 1. Das ist nämlich ein sehr, sehr häufiger Fehler. Und die Leute, die Spieler wundern sich dann, dass niemand in ihre schön gebauten Häuser zieht. Hier ist jetzt schon etwas Arbeit nötig, um das zu einem Arbeiterlager umzubauen. Das werden wir gleich mal sehen. Das werden hier nämlich plötzlich Holzzelte. So, mit solchen Reetdächern. Ist irgendwie niedlich. Aber hat das Problem, dass die Leute dann nicht in die Häuser ziehen. Darum unbedingt vermeiden. Gut, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.